Das Institut für Hausarztmedizin ist eine Neugründung der medizinischen Fakultät, die das Ziel hat, den Bereich der Medizin, der die meisten Patienten versorgt, den Studierenden, aber auch den Ärzten in Weiterbildung näher zu bringen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, junge Kollegen auszubilden, ihnen zu vermitteln, was das Besondere in der Hausarztmedizin ist und sie zu qualifizieren. Wir wollen letztendlich gute Hausärzte ausbilden, aber auch insgesamt gute Ärzte, weil auch ein Chirurg muss wissen, wie eine Hausarztpraxis funktioniert, damit er Verständnis für den Hausarzt hat. Das Ziel des Symposiums ist die Betrachtung unterschiedlicher gefährlicher Verläufe aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Einmal zum Beispiel aus dem Blickwinkel der Gutachterkommission der Ärztekammer, aber eben auch aus dem Blickwinkel einer niedergelassenen Kollegin aus der Schweiz, aus Bern, oder auch aus dem Blickwinkel eines erfahrenen Klinikers wie Professor Sauer. Ein typisches Beispiel für einen gefährlichen Verlauf wäre, wenn bei einem Patienten mit einer Gedächtnisstörung fälschlicherweise von einer nicht behandelbaren Ursache ausgegangen würde und in Wirklichkeit ein gut behandelbares Krankheitsbild vorliegt. Hier ist es Aufgabe des Hausarztes zu erkennen, dass eine behandelbare Erkrankung vorliegt und so Leid vom Patienten abzuwenden. Gefährliche Verläufe sind für uns Hausärzte extrem wichtig. Es ist eine unserer obersten Aufgaben, gefährliche Verläufe rechtzeitig zu erkennen und abzuwenden. Das ist eine der größten Herausforderungen und größten Qualifikationen eines guten Hausarztes.